Und willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 2. Und wir befinden uns immer noch hier in diesem kleinen, kleinen Haus, wo wir festgenommen worden sind von diesen kleinen Pissern. Und wir müssen versuchen, jetzt irgendwie hier lebend rauszukommen. Hoffentlich mit wenigen, mit ohne Tote. Mal gucken, ob wir das schaffen sollten. Das ist dieser Cleaver, wie heißt der? Caver Cleaver, der uns da festhält. Und dieses Vibe, das uns da irgendwie verarscht hat. Dieses Redneck Ginger Girl. Oh jo, okay. Und der bekommt erstmal einen in den Magen rein. Hammer geil. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Alter! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Alvin, Luke, and the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. My dad, please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Back. Ja, ja, ich würde sagen, lass uns mal sagen, he won't kill him, genau. He won't kill a doctor. He'll do anything. Meinst du? Nein, ich weiß ja nicht. Okay. Zwei von 10 Fingern sind schon weg. We're going down there. He'll kill you. Fuck you. Shoot him! Somebody just shoot him! Ich würde sagen, wir bleiben hier am besten und ich finde einfach mal Luke und Kenny. Weil die beiden, die haben, glaube ich, Pistolen und dann passt das schon. Aber ihr müsst hier bleiben, okay? So, ich gehe jetzt mal irgendwie Hintertürchen raus. Hintertürchen. Ja, das passt doch hier. Alter, nein, 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 das machst du nicht. Komm, wir gehen schnell auf die Suche, aber ganz, ganz fix. Okay, da können wir through looken. Ich glaube, das macht aber wenig Sinn, weil das ist ja nur die Leute drin. Ich glaube, da ist weder Kenny noch Luke. Ja, genau. Okay, hammer geil. Aber wo sind die denn? Wieso kommen die denn nicht von selber? Warum müssen wir denn jetzt rausgehen und die finden? Warum kommen die nicht von selber irgendwie rein? Das ist doch irgendwie ein bisschen scheiße. Es ist doch irgendwie, ne? Oh, da ist Kenny. Mit seinem Sturmgewehr. Da ist der andere Pisser. Da sind diese kleinen Idioten, ey, ne? Ganz ehrlich. Okay, weiter. Was macht Kenny in dem Häuschen drin? Schieß doch einfach. Schieß doch den Pisser Clever ab. Kann doch einfach nicht so schwer sein. Okay. Ja, ja. Passt schon. Where's Luke? Hell, I don't know. He was whining about something or other, so I told him to take a hike. Was? Okay. Ja, dann schieß doch jetzt. Schieß dem voll in die Fresse. Okay, den nicht, sondern den da, den Pisser. Mann, ey. Was? Wie? Ja, klar, kommt raus. Ihr macht den ganzen Plan kaputt. Ja. Ja, das schaffen wir schon. We have to try. Ja, was sollen wir anderes machen? Wir müssen es versuchen. Alter, okay. Jetzt mach weiter. Beeil dich. Sonst sind gleich alle tot. Oh, fuck. Das macht er nicht. Schieß doch! Schieß! Kenny? Alter. Schieß doch vorher. Der gute Mann. Oh Mann, ey. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. Your choice. Ja, was machen wir jetzt? Aufgeben oder nochmal schießen? Ja, nicht so, wenn man nicht treffen kann. Ah, alles klar.
Positionswechseln. Ich glaube, das bringt's. Weil dann weiß der nämlich nicht, dass wir da sind. Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! Oh Mann. Alvin. Siehst du, guck mal, da geht es woanders hin. Und jetzt mitten rein in die Fresse. What do you think? Gib's ihm ganz schön oral. Clam. Shoot him. Shoot him. Komm, jetzt schieß! Nice. Ja. Da guckt er doof, ne? Was? Lad nach. Lad nach. Mach. Nein. Alter. Rebecca, don't look. Just don't look, Rebecca. Oh my God. Oh my God. Nein, nein. Nein, nein. Oh fuck. I can keep this up all night. Sarita. Alter, was machst du? Er gibt auf. We're coming out. Er gibt auf. Let's go. Ja, dann hätten wir den ganzen Krempel auch nicht machen müssen, wenn wir eh aufgeben. Na stimmt, Luke ist noch nicht da, ne? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. Naja, as a family, du mich auch. Wenn du uns festhältst, hat das wenig was mit Family zu tun. Jetzt mal ganz ernsthaft, ey. We're heading back to camp. Ja, sind aber halt mit zwei Toten aus dem Geschehen gegangen. Ich dachte, das könnte im Zweifelfall vielleicht Kollateralschaden sein, weil wir eventuell das Ganze hier gewinnen. Aber so wie es aussieht, konnten wir den ganzen Krempel nicht gewinnen. Und jetzt stehen wir da und ja, haben Arsch an den Beinen. Next time on The Walking Dead. Okay, das war's dann anscheinend. Mit der zweiten Episode. Da ist diese kleine Ginger Girl Bitch, ey. No matter what we did. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. Yeah, I know. Folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them. Was, du lachst die an? Ist es eine Freundin geworden oder was? To accept our love. Surely wish that they had. Oh Mann, ey. Ja, Storm full of Walker. Anscheinend vertragen wir uns mit denen irgendwie, oder was? Ja, hammer geil. Ja, das war's mit der zweiten Episode. Wir können ja nochmal gucken, My Choices. Und zwar took blame for Sarahs Foto. Haben wir gemacht. Aber weniger als die Hälfte hat das auch zugegeben. Also, na, liebe Leute, da hättet ihr ein bisschen ehrlicher sein können. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Loyalität. Who did you sit with at dinner? Natürlich haben wir Kenny gewählt, weil den haben wir halt super lange nicht mehr gesehen. Und das hat auch die Mehrheit gemacht. Und deswegen passt das auch schon so. Honesty. Told Walter the truth about Matthew. 73% haben das auch getan. Da haben wir quasi die Initiative ergriffen für wie heißt er nochmal, Nick. Und ja, das passt auch soweit. Es ist ja alles gut gegangen. Und Forgiveness, Nick's Fate, you and 86,7% haben gesagt, Walter, yo, Digger, vergib ihm mal, dem Nick. Das tut dem, glaube ich, ganz gut, wenn er mal ein bisschen mehr Vertrauen hat in so einer Gruppe. Ich glaube, dass Nick sich auch wieder fangen wird. Aber ich bin auch nicht mehr ganz so sauer auf Nick, so wie es mal war vor ein paar Folgen. Bravery! Left to find Kenny. Ja, haben aber tatsächlich fast die Hälfte gemacht. Der andere Rest hat es nicht gemacht. Die Frage ist, wie wäre es ausgegangen? Das bestmögliche Ziel oder Ende wäre eigentlich gewesen, dass beide überlebt hätten. Aber wir hätten auf jeden Fall, wie man in der Story erkennt, hätten wir nicht entkommen können.
und nicht alle erschießen können. Deswegen war die Frage, wer stirbt und wer nicht. Der gute, alte, kleine, glatzköpfige Typ ist leider tot. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil er war eigentlich super nett. Und ja, ne, der Freund der Alvin, der Freund von der Rebecca, ist auch tot. Aber Rebecca hatte ein Problem weniger, denn der Sohn ist ja nicht von ihm. Und das muss sie ihm jetzt nicht erzählen, auch wenn das natürlich Schwachsinn ist, was ich gerade erzähle, weil er ist tot. Ist nicht so schön. Aber das war's für diese Episode. Wir sehen uns dann bei der nächsten Episode in 2-3 Monaten. Hauen Sie rein, bis dann, machen Sie es gut, tschüss!